Wie gefällt Ihnen Wien? Ja, das theoretische Wien ist sehr, sehr schön. Und wenn man nicht näher hinschaut, ist recht gediegen. Natürlich sind bei der Ringstraße etliche Leute draufgegangen, beim Bauern, auch beim Schloss Schönbrunn. Aber an sich, ich habe ja auch Operetten gerne, ist sehr schön. Man sagt ja auch, Wien ist anders. Warum, weiß ich nicht. Aber die Leute schlagen sich noch in Wien, vor allem in den Randbezirken, wenn zum Beispiel der Kirschbaum ein Ast über den Zaun rüberwächst. Also insofern ist es eine sehr kreative Stadt. Wie gefällt Ihnen die Wiener Künstler- und Kreativszene? Die gefällt mir hervorragend, weil ich sie nicht kenne. Ich meide diese Künstler- und Kreativszene, bis auf die ich kennenlerne, beruflich oder zufällig. Und das sind alles sehr, 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 sehr angenehme Menschen, bis manche Alte oder auch bei manchen Jungen, wenn sie eingebildet sind und leere Luftblasen oder Vielredner, dazu gehöre ich auch, da braucht man nur mit der Stecknadel reinstechen, geht die Luft raus. Aber so als lebende Wesen sind die Kreativen natürlich, so wie Noren und Kinder, viel angenehmer als Versteinerte, die in Wirklichkeit auch nicht versteinert sind. Wie gefällt Ihnen die Comic Sans? Die Comic Sans, einmal vom Namen her ist es sehr schön, weil ich habe geglaubt, das ist so eine Künstlerin, die heißt wie Vison irgendwas, Niki Seufal Sans, und Comic war irgendwie lustig oder diese Comicstrips. Und dann bin ich erst draufgekommen, das ist keine Künstlerin, keine Comic Sans, wie man das vorstellt, oder eine Heilige, sondern eine angenehme Schrift mit weichen Rundungen. Ich habe im Ibera Verlag zufällig auch zwei Bücher da gemacht. Sie ist rund, kindlich kann man sagen, ja, kindisch und kindlich. Und auch lesbar, also man stolpert nicht sehr drüber. Und vor allem so blöd, dass sie eigentlich für ganz gescheite Texte verwendet werden müsste, für Dokumente, Heiratsurkunden, Staatsverträge und sowas. Wie gefällt Ihnen Manuel Ecker? Also vom Sehen her sollte er mehr auf sich schauen, ein bisschen mehr waschen und herrichten. Kennengelernt habe ich ihn auf der Gerichtsmedizin. Da haben wir so einen Kurs gemacht, eben Leichen zeichnen und auch selber aufschneiden, dass wir da was Hübsches haben. Und er hat sich immer angespült. Irgendwie hat zwar weitergemacht, hat gezeichnet, aber ihm war das grauslich, vor allem der Gestank. Und da habe ich ihm ausgeholfen mit Nasenspray, Mundspray, wie Quaprop zum Einschmieren, dann hat er es besser vertragen und auch schöne Bilder gemacht. Und seither sind wir gut, nur wie gesagt, Zahnpflege, Waschen, da wird ein bisschen nachlässig sein. Großer Künstler. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.